R-E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craftatak. Was geht? Balu, jetzt mal du. Oh, herzlich willkommen, meine Freunde, und willkommen bei Scheiße. Balu, bist du... Singst du nicht in einem Chor oder sowas, Balu? Ja, perfekt. Balu scheint dann in seiner Freizeit nicht zu singen, sondern eher irgendwelche Gargoyles zu vertonen. Balu, warum schießt du auf mich? Was soll das? Das war so soll ich hochkommen und dein Haus kaputt machen, Balu? Willst du das jetzt? Oder möchtest du eventuell Teil, Balu, von etwas Großem, von etwas Gesamtem werden? Möchtest du uns helfen, Balu, die Revolution mit auszubauen und gemeinsam ein riesiges Bauprojekt zu gründen, wo wir gemeinsam alle... Was? Rebellion? Revolution, Mann! Hör auf, mich zu triggern, Alter! So, ja. Balu, pass auf. Also die Revolution, was ist das? Balu, pass auf, Leute. Ich möchte nämlich mehrere Leute dazu holen. Ich habe ein riesiges Bauprojekt geplant, Balu. Wenn du meine letzte Folge gesehen hast, dann wirst du auch ungefähr, wie es aussieht, Leute. Falls ihr es nicht gesehen habt, hier nochmal die Einblendung. Ihr seht sie gerade, meine Freunde. Bei Balu seht ihr es übrigens auch eingeblendet, weil Balu hat nämlich gerade auch die Einblendung von mir erhalten. Ja, da habe ich bestimmt dran gedacht. Ne? Richtig, aber ja. genau, meine Freunde. Wir werden ein riesiges Dungeon bauen, eine riesige Festung, die auf dem Meer thront, Balu, die später gegen unsere Zuschauer quasi genutzt werden kann und wir ein riesiges Event mit unseren Zuschauern daraus machen, Balu. Oh, cool. Ich möchte, dass ganz Craftatak da mitzieht und ich möchte, dass ihr verdammt nochmal allen Leuten Bescheid gebt, Leute, dass wir unbedingt Hilfe brauchen. So, Balu, was hast du an Materialien, die wir gebrauchen können? Ich weiß nicht, in welchen Farben die Burg erstrahlt. Soll, aber ich hätte hier unten, hier rechts ist ein bisschen Cobblestone. Ich brauche Erde, Balu, ich brauche Erde. Erde, gut. Hier oben, hier. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal alles mit. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal alles mit. Cobblestone auch oder nicht Cobblestone, so? Oder? Cleanstone, wenn. Cleanstone haben wir nicht. Dann Endeside. Pass auf, dann gehe ich nochmal ganz kurz bei Spark gucken, weil Spark hat ja auch, glaube ich, gesagt, dass er die Rebellion auf jeden Fall unterstützen wollte. Die Revolution, meine ich, meine Freunde. Wie ist denn diese Revolution entstanden und warum gibt es sie? Weil wir einfach uns gesagt haben, okay, wir müssen zusammen was Krasses machen, Leute. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt gemeinsam hin, Leute, und bauen mit allen Leuten bei Craftatak, aua, jetzt habe ich den zweiten MLG Waterpocket nicht geschafft, etwas geisteskrank Großes auf. Und dementsprechend, Balu, habe ich mir überlegt, was könnte man machen, wo jeder mitwirken könnte. Denn wie gesagt, es gibt einige Aufgaben, die echt einfacher Natur sind, die jeder Volltrottel machen kann. Oh ja, Aufgaben für mich. Richtig, genau. Abgesehen von Petrit, der immer noch nichts gemacht hat, meine Freunde, schreibt ihm gerne wieder in die Kommentare, arbeite du faules Schwein, Leute, damit er Bescheid weiß. Ne? Ihr wisst, wie es läuft. Und ich würde sagen, Leute, wir schauen mal ganz kurz bei Spark vorbei, weil der wollte auf jeden Fall safe auch was machen, Leute. Der wollte auch auf jeden Fall Rohstoffe zur Verfügung stellen. Da bin ich mir fast schon hundertprozentig sicher, oder, Balu? Ja, ich denke, der hatte kein Problem damit. Was für Aufgaben gedenkst du denn einem nicht so talentierten Baumeister wie mir zuzuweisen? Balu, weißt du, was du tatsächlich machen kannst? Du kannst hingehen, Nahrungsversorgung. Nahrungsversorgung erstmal nicht so, sondern primär, Balu. Kannst du einfach mal hingehen und mir hier Sachen bei Spark klauen? Ausborgen und transportieren. Okay, ja, der hat da nichts gegen. Nee, der hat damit gar kein Problem, Alter. Das ist alles hier abgesprochen, Leute, natürlich, ne? So. Balu, es geht darum, dass du zum Beispiel mit hingehen kannst und Sachen füllen kannst. Das heißt, du kannst hingehen und mit uns schon mal die Insel auffüllen, Dicker, weil das ist gerade das größte Problem, was wir haben, Leute. Es wird unglaublich schwer, die komplette Insel zu füllen. Balu, ich würde warum sagen... Warum habt ihr euch so ein kleines Eiland? Das ist die größte Insel, die wir momentan finden konnten im Umkreis, wo alle Leute schnell Zugriff drauf haben. Das ist das Problem. Deshalb müssen wir sie händisch vergrößern, Balu. Das geht aber schnell, wenn alle mit anpacken, weißt du? Okay, können wir Early Boys Haus abbauen? Der hat auch schon genug Ressourcen. Das lassen wir an dieser Stelle, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich ganz kurz in einem wunderbaren Schnitt wieder, wenn wir dann hinten bei der Revolution sind. Bis gleich. Schaut mal, meine Freunde, was da vorne am Horizont auftaucht. Es ist die Revolution, Leute. Und wie gesagt, Petrit hat mal wieder nichts gemacht. Er ist sogar hingegangen in einem 12-Stunden-Stream, meine Freunde, den man hätte perfekt dafür nutzen können und ist einfach rumgefahren, hat eine neue Insel gesucht. Totaler Schwachsinn, Leute. Ich weiß auch nicht genau, warum ich mit Petrit angefangen habe, dieses Ding zu planen. Aber ich habe jetzt immer ein paar Leute dabei, wie zum Beispiel Balu oder Zinus oder auch weitere Menschen, die auf jeden Fall hiermit aushelfen werden, denen ich vertrauen kann, von denen ich weiß, dass sie anständig arbeiten, die auch gerne mit am Start sind, Leute. Und ihr wisst, dass die nächsten Folgen jetzt, wie gesagt, erstmal ein wenig, Baufolgen, so wie diese jetzt hier werden, Leute. Also ich gehe einfach davon aus, dass ich mich irgendwann mal einlogge und nicht der Einzige bin, der was gemacht hat, sondern auch vielleicht ein paar andere Leute. Balu, du kannst auch gerne mit unter Wasser kommen, Brudi. Wo bist du hin? Ja, unter Wasser, Digga. Ich bin am Auffüllen, Balu. Nimm den Wasser immer mit zum Atmen und gut ist, Alter. Komm, hier auf geht's. Hier wird nicht lange gefackelt, Balu. Hier werden weiter willst du die ganze Insel nach unten hin auffüllen? Natürlich, Balu. Aber was? Warum? Balu, damit es realistisch aussieht, damit wir diese Insel auch bebauen können. Balu, es soll das krankste Projekt überhaupt werden, meine Freunde. Und ich habe mir, wie gesagt, schon ein paar
Gedanken gemacht, wie wir die Mauer einbinden möchten. Denn ich habe die Mauer, wie gesagt, als schroffe, auf einer schroffen Felsklippe stehend im Hinterkopf und denke einfach, dass es super, super geil wäre, wenn wir die Mauer aus so einem, ja, aus einer Art Andesit, Cobblestone und Cleanstone-Mischmasch machen, die dann auch bis runter zum Boden wieder geht, meine Freunde. Wir können Laternen um die Mauer herum machen und so weiter und so fort. Ich habe mir Lavafallen ausgedacht, die interessant wären. Und ich bin auch gerade schon mit meinem Team dran, Leute, dieses ganze Event quasi hinter diesem riesigen Projekt hier zu planen. Plan ist folgender, Leute, dass wir quasi hingehen und gemeinsam auf einem Server joinen. Jeder Streamer kann vielleicht 5 Plätze verlosen. Dann habe ich mir überlegt, wäre es doch ganz geil, wenn ihr quasi als Zuschauer die Möglichkeit habt, an dieser Verlosung teilzunehmen im Stream. Das könnt ihr dann machen. Und dann, meine Freunde, kriegt ihr quasi ein PvP-Kit. Wie gesagt, da ist dann, keine Ahnung, ein Holzschwert oder ein Dierschwert mit einer Eisenrüstung drin. Und wir müssen halt mit den Sachen kämpfen, die wir uns auch selber erfarmt haben. So. Und ich habe mir halt überlegt, dass wir das Ganze rundenbasiert machen. Das heißt, ihr schafft vielleicht beim ersten Mal das Ganze einzunehmen, gibt es eine Belohnung für euch. Das heißt, ihr habt beim nächsten Mal besseres Equipment. Schaffen wir es eventuell zu gewinnen, kriegen wir als Belohnung halt einfach ein bisschen mehr Zeit bis zum nächsten Durchlauf und können dann dementsprechend die Festung ausbauen. Das heißt, ich möchte relativ früh mit diesen Invasionsangriffen anfangen und ihr könnt mir jetzt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet, weil wir so Craft Attack einfach als interaktives Community-Event quasi nutzen und steuern können. Und ich finde das ganz cool. Bei Louis, was sagst du dazu? Das ist, ich habe davon noch nichts gehört, jetzt heute zum ersten Mal, weil Patrick hat davon nichts erzählt. Ja, Patrick hat auch keine Ahnung, wie gesagt. Patrick kümmert sich auch hier um gar nichts. Patrick hat aber gesagt, er ist der Anführer der Revolution. Ja, ein scheißes Patrick. Ich habe das ihm irgendwann mal gesagt, damit er seine Schnauze hält. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Patrick hat ja bis jetzt am wenigsten gemacht und ich sehe es einfach nicht anders, dass er der Anführer der Revolution ist. Was zum Teufel, meine Freunde. Wir planen hier was Größeres. Wir planen hier das größte Bauwerk, was wir jemals gemeinsam im Survival-Modus gebaut haben, Balui. Das soll alles... Das ist also ein Gemeinschaftsprojekt aus allen Leuten, aus alle Leute, die gerne mithelfen. Richtig, genau, richtig, genau. Die sich nicht zu fein sind, zu arbeiten. Richtig, richtig. Wo ich wahrscheinlich dann schon mal... Da hätte ich Unterwasseratmungstränke mitgenommen, Mann. Oh, ja, gut, das können wir dann vielleicht beim nächsten Mal machen, Balui. Die kannst du dann gerne beim nächsten Mal holen gehen. Du kennst ja jetzt den Weg. Ja, danke schön. Wir werden auf jeden Fall hier noch ein Nether-Portal und sowas hinmachen, Leute. Und geht bitte den Leuten auf den Sack, dass die hier mitmachen sollen. Also schreibt gerne bei den Leuten im Stream-Chat oder, weiß ich nicht, in die Kommentare, dass wir echt Hilfe brauchen und dass es nichts mit Roleplay oder sonst was zu tun hat. Keine Ahnung, Gita hat das auch ein bisschen seltsam erklärt, meiner Meinung nach. Leute, es geht einfach nur darum, dass wir jetzt zusammen was richtig Fettes und Großes aufbauen. Das ist das, was wir wollen. Und ich will da, wie gesagt, die komplette Hilfe von allen Teilnehmern haben. Ich habe jetzt natürlich nicht aktiv jeden Teilnehmer angeschrieben, sondern warte darauf, dass die Leute sich eigentlich bei mir melden. Passiert leider bis dato noch nicht, weil die scheinbar alle in der Meinung sind, dass wir irgendwie was mit Roleplay starten wegen diesem Namen. Das ist erstmal nicht der Fall. Es geht erstmal darum, wie gesagt, dass wir auf jeden Fall was Cooles machen, Leute, was wir dann mit der Community gemeinsam aufziehen können. Und wie gesagt, ihr habt es schon vielleicht schon auf dem Thumbnail gesehen, meine Freunde. Dieses Bild auf dem Thumbnail, so ungefähr soll ein kleiner Teil dieser kranken Festung aussehen. Und ich zeige euch hier nochmal ganz kurz, ich blende euch hier nochmal ganz kurz die Bilder ein, Leute, oder das Bild, um es nochmal genauer zu erklären. Ihr seht hier dieses riesige Leuchtturm, diesen riesigen Wachturm, meine Freunde. Sowas soll halt quasi in der Mitte sein und da soll dann irgendwie sowas wie Capture the Flag draufstehen, das heißt, der Fahne, meine Freunde. Und ihr geht dann hin und versucht, diese Fahne zu erobern. Wird auf jeden Fall eine ziemlich fette Sache, oder, Balui? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du sowas planst und ich finde es hammergeil. Findest du es gut, dass wir sowas mal zusammen machen? Weil überleg mal, Balui. Ja, das ist halt mal was Neues. Ne? Wir haben halt so ein Gemeinschaftsprojekt, so ein Riesending. Hatten wir noch nicht. Eben, genau. Wir haben halt bis jetzt noch nie sowas Großes zusammen gemacht, weißt du? Es gab halt immer nur so einzelne Baugruppen, die sich quasi zusammengetan haben, aber bis jetzt hat noch nie, dass alle mal an einem Strang gezogen haben, Alter. Ja, das und ist alle, wir haben alle massiv Zeit, wir haben alle massiv Bock darauf. Warum nicht einfach mal gemeinsam was machen, Alter, weißt du? Das hat mich halt auch ein bisschen gestört. Wir sind halt nach Utopia abgezicht und haben dann halt unser Ding gemacht. War ein bisschen uncool. Das würde ich jetzt hiermit gerne wieder gut machen. Und dementsprechend, meine Freunde, wie gesagt, sind alle Leute herzlich eingeladen. Schreibt mir gerne nochmal Leute in die Kommentare, die ihr gerne dabei habt. Wir haben jetzt schon mal Balui am Start, wir haben Zinus dabei, wir haben Mo dabei, wir haben Basti. Ist auch dabei, wir haben Basti erzählt. Schon dabei, Leute, seht ihr mal, wir haben Pettet. Jetzt geht's an die Leute wie Gamers Time. Klim beispielsweise müssen wir noch fragen. Dann fehlt uns zum Beispiel noch der gute Venicraft, der gute Weiß-Weiß. Spark auf jeden Fall an dieser Stelle natürlich auch gerne. Oh ja, gesehen. Oh ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt bald schon anfangen, meine Freunde. Der hat Erde gespendet. Richtig, genau. Spark hat auf jeden Fall schon mal mitgeholfen, dass er Erde gespendet hat. Natürlich komplett freiwillig, Leute. Das, wie gesagt, also ne, das ist von Spark so abgesegnet worden. Das war genau. Ja, ja, das ist alles freiwillig. Schreibt mir gerne nochmal Leute in die Kommentare, die ihr gerne dabei hättet. Das kriegen wir auf jeden Fall alles zeitnah umgesetzt. Und dann muss ich mir das so vorstellen, dass nachher also Zuschauer sozusagen sich dafür bewerben können oder man verlost die Plätze und dann wird es einen Angriff auf diese Festung geben, während wir mit unserem Equipment diese Festung verteidigen. Richtig, genau. Und was hast du vor für eine Mauer? Also einfach eine, Mauer. Oh, Balui. Wenn ich dir jetzt was über die Mauer erzähle, also die Mauer soll erstmal richtig krank dick werden. Die Mauer soll auf einem Riff stehen, was quasi wie ein Atoll um die Insel künstlich angelegt wird, bis zum Boden hingehen. Scheiße. Wir haben sogar vor, Leute, Zinus und ich haben sogar noch offscreen nochmal besprochen, Leute, ob es vielleicht nicht sogar
sogar sinnvoll wäre, das Ganze eventuell mit Obsidian am Boden zu verkleiden, weil man sonst ja theoretisch das war ja nicht relativ krank durchbrechen könnte. Oder halt wenigstens eine Schicht in der Mauer mit Obsidian macht. Das ist auf jeden Fall alles möglich, Leute. Wie gesagt, das Einzige, was wir halt brauchen, ist die Manpower von allen Teilnehmern. Und da liegt es an euch. Macht mal Werbung bei eurem Favorite YouTuber, bei eurem Favorite Streamer, dass die hier sich auf jeden Fall gerne immer einfallen. Aber sagt dürfen. Ihnen das vernünftig und sagt nicht, das ist jetzt eine Revolution mit Roleplay oder sonst was, sondern genau. Das ist einfach ein gemeinsames Riesenprojekt. Richtig. Ein gemeinsames Bauprojekt. Und Revolution ja. Halt der Name, weil wir halt damit Craft Attack und alles, was wir bis jetzt gemacht haben, dieses große Ding. Es gab halt auch nie so viele YouTuber, die zusammen was Krankes gebaut haben. Es soll es halt ein bisschen revolutionieren, meine Freunde. Dementsprechend halt auch der Name, ne? So schwer ist das ja nicht, oder Balui? Nee, aber ich war auch verwirrt. Für den ersten Moment habe ich gedacht, na, Revi macht eine Rebellion 2.0, aber das ist es nicht. Nee. Das ist halt einfach was ganz anderes, als wie man es gedacht hat. Ja, dementsprechend sind auch gerade die Zuschauer so hyped und freuen sich extrem darauf. Weil, Leute, wie gesagt, es kommt ja auch euch zugute. Ihr könnt da nämlich mit eingebunden werden. Und da freue ich mich schon extrem drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich hier auf fette Seeschlachten, ich freue mich hier auf fette Battles, ich freue mich hier richtig kranke Kanonen hinzubauen. Also Leute, wie gesagt, das wird auf jeden Fall... Kanonen lassen grüßen. Das wird auf jeden Fall echt eine ziemlich, ziemlich geile Sache werden. Schauen wir mal, Leute, wie wir das dann genau machen. Wird auf jeden Fall echt spaßig. So viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Willst du, dass der ganze Innenbereich alles komplett von oben bis unten gefüllt ist? Natürlich, Balui. Wirklich? Ja. Warum? Weil wir noch was in den Keller bauen, Balui. Weil wir noch in den Keller Farmen reinbauen möchten und so weiter und so fort. Balui, das soll alles später wie eine natürliche, massive Insel aussehen. Das soll nicht nur so aussehen, das soll eine sein, Balui, weißt du? Ja, aber dann, vor, ja, achso, wir, da, aber dann Cobblestone ist dann doof, ne? Ja, wir machen dir keinen Baufusch, Balui. Wie gesagt, Cleanstone und Erde sind ja gerne gesehen, alles andere. Busch am Bau. Ja, brauchen wir nicht, Balui. Brauchen wir nicht, Alter. Wir brauchen hier massive, gute Fundamente, Balui. Das brauchen wir, damit hier auch was Großes entstehen kann. Ich hätte gerne Bilder, Sven, hier, dankeschön. Ja, irgendwie jetzt Game oder sowas wäre schon einfacher, Leute. Aber wie gesagt, das ist halt der Reiz an der Sache, dass wir halt gemeinsam hier sowas im Survival-Modus bauen. Das gab es bis jetzt noch nie. Dementsprechend haben wir halt einfach so krank Bock darauf, Leute. Das ist echt geil. Also, so je länger ich hier gerade mithelfe und baue und je länger ich mir das durch den Kopf gehen lasse, desto geiler finde ich die Idee. Und ich hoffe wirklich sehr, dass jeder mitmacht. Also, das wäre der Wahnsinn. Ich hoffe vor allem, dass wir das alle auch zu Ende bringen, weißt du, dass wir es durchziehen, Digga. Ja, klar, na, das ist natürlich auch viel Arbeit, aber man sieht ja so an jemanden wie Basti, der so eine mega fette Schweinefarm da baut. Er hat genug Kraft und Zeit und Manpower für sowas. Also, so jemand zum Beispiel, der viel streamt, oder einen Kevin, der halt 0815 richtig, streamt. Richtig, richtig. 0815 ist falsche Formulierung. 24/7 streamt. Entschuldigung. So ein Kevin, ja, so ein G-Town, Leute, wenn der natürlich dabei wäre, wäre natürlich krank, weil der würde halt... Also den müsst ihr überzeugen, aber ich glaube, der hat echt Angst, dass das hier alles Roleplay wird. Ja, der Kevin hat es halt nicht verstanden, Empire Leute. Überhaupt keinen Bock gerade mehr dazu. Ja, kann man doch irgendwo nachvollziehen. Empire war auch echt scheiße von dir geplant, Balui. Leute, ja, danke, es tut mir ich leid, würde sagen, dass wir hier auf jeden Fall jetzt am Ende dieser wunderschönen Folge angelangt sind. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges geschafft. Wir haben wieder neue Leute dazu geholt. Ihr habt wieder ein bisschen mehr über die Revolution erfahren. Und Leute, ich versuche auf jeden Fall bis zur nächsten Folge noch ein bisschen mehr gebaut zu haben, beziehungsweise schon mal große Fortschritte gemacht zu haben. Eventuell schon mal ein Mauerdesign auszuarbeiten, meine Freunde. Das baue ich dann alles schon mal im Singleplayer oder auf einem Server ganz gesondert vor. In diesem Sinne, meine Freunde, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf jeden Fall mal bei Louis vorbeischaut. Der Boy ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr kennt das Spiel. Lasst dem Boy ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens am Dienstag um 19 Uhr beim Livestream oder morgen um 12.30 Uhr. Schaut auf jeden Fall beim revenzo.de vorbei, meine Freunde. Das war's von diesem wunderschönen Stream. Macht das gut. Haut da rein. Und bleibt schön feurig. Ciao, ciao. Ciao.